hallo. Wo kommt ihr denn her? Seid heute wieder mit dabei. Tag 5 bei der Festive 500. Ich habe euch gar nicht kommen hören. Ja, dann kommt mal mit. Wo bin ich heute gelandet? Ich zeige euch das mal. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Tag 5, Festive 500. Ja, gestern habe ich ja mein Ziel erreicht. 84 Kilometer. Jetzt bin ich bei 312. Ja, mal sehen, wie weit ich heute komme. Ja, und jetzt zeige ich euch mal, wo ich heute gelandet bin. Ja, heute haben wir zur Verwunderung richtig schön blauen Himmel. Die Sonne ist raus, kaum Wolken. Ja, Regenwahrscheinlichkeit ist heute auch nur 4%. Im Gegensatz zu gestern, wo es ja total stürmisch war. Und da freue ich mich schon so ein bisschen heute auf die Tour. Ja, ich fahre jetzt mal mit euch so ein bisschen an der Ruhr lang Richtung Hattingen, vielleicht zu der Burg und an den Ruhrkaskaden vorbei und dann wieder Richtung Kemnader See nach Hause und mal sehen, wie viele Kilometer das nachher werden. Also 62,5 auf jeden Fall und alles, was da drüber ist, gibt von mir dann für mich selber einen Daumen hoch. Also bis gleich dann von der Strecke. Highlight hier auf der Strecke, die alte Zeche Nachtigall, das ist jetzt auch so ein Industriemuseum. Natürlich jetzt hier kurz nach Weihnachten geschlossen, aber ich zeige euch trotzdem mal ein paar Bilder. Ja, so sieht das Gelände hier aus. Da hinten kann man die Stolleneingänge sehen. Na, hier gibt es auch noch so einen Bergbauwanderweg, Muttental nennt sich der. Also auch, wenn man dann mal hier die Zeche besuchen will, kann man danach auch noch eine Runde hier wandern gehen. Also ich schätze mal hier so im Sommer, wenn das Wetter besser ist, bestimmt nicht schlecht, wenn die Klamotte hier wieder auf hat. Ja, jetzt sind wir hier bei dem zweiten Highlight angelangt, der Burgruine Hahnstein. Die liegt jetzt auch hier auf dem Bergbauwanderweg Muttental.
von der Burg Hahnstein, da muss ich jetzt wieder zurück. Da fährt ja normal so eine kleine Fähre über der Ruhr und setzt einen rüber, aber natürlich jetzt nicht zu dieser Jahreszeit. Ich glaube, die fährt nur bis Ende Oktober. Also muss ich jetzt den Weg wieder zurück, den ich jetzt hier hingefahren bin. Aber das wollte ich jetzt euch mal nicht vorenthalten. Und Kilometer ist ja egal, ob man das hin und zurück fährt. Ja, dann bis zum nächsten Highlight von dieser Strecke. Bis gleich. Jetzt kann man noch mal hier die Burg Hahnstein von der anderen Seite sehen. Wie gesagt, jetzt bin ich so eine kleine Schlaufe gefahren. Und jetzt noch mal von der anderen Seite von der Ruhr. Hier ist auch der Anleger für die kleine Fähre. Ja, da könnte man sehen. Hier so ein kleiner Ausschnitt vom Kemmerer See. Ja, wenn ihr mehr hier von dem See sehen wollt, dann guckt mal bei mir auf meinem Kanal Radrevier Ruhr, Leinfahrt und Springbochum-Radweg. Da gibt es hier im Sommer, habe ich hier Aufnahmen gemacht, und da gibt es mehr von dem See zu sehen. Und auch mit der Drohne habe ich den See gefilmt. Ja, also einfach da mal in dem Video gucken, da gibt es da viel mehr von dem See zu sehen. Also ich mache jetzt nur kurze Aufnahmen hiervon und dann mache ich mich hier gleich wieder vom Acker. Da ist mir heute hier zu viel los. Ja, auch heute ist wieder Zeit für eine kleine Pause. Heute gibt es wieder hier leckeren heißen Cappuccino. Und dazu habe ich heute wieder ein paar Spekulatius-Kekse. Ja, dann bis gleich wieder von der Strecke. Thank you.
jetzt bin ich hier wieder auf dem Leinpfad. Ja, und da seht ihr mal, was gestern der Sturm so angerichtet hat hier mit dem Baum. Ja, dann melde ich mich gleich weiter hier von der Strecke. Immer noch an der Ruhr. Jetzt bin ich hier an der Ruhrkaskaden in Hattingen angekommen. Das waren jetzt mal so ein paar Bilder davon. Ja, da ist man ganz schön nah an der Ruhr. Da merkt man doch, dass es ganz schön geregnet hat. Aber zum Glück ist der Weg ja doch trocken. So, jetzt geht's weiter. Bis gleich. Thank you.
jetzt nochmal so einen Abschlussbericht hier von meiner Null-Bock-Tour, Tag 5. Ja, nachdem gestern den anstrengenden Tag hier in der Waschküche oder in der Waschanlage, habe ich ja heute so richtig gar keine Lust gehabt. Aber man muss ja raus, wenn man das schaffen will. Ja, und wie gesagt, jetzt habt ihr ja gesehen, ging ein bisschen an der Ruhr lang. Und dann habe ich nochmal versucht, so ein paar Sehenswürdigkeiten einzufangen. Und obwohl ich ja dann eigentlich keinen Bock hatte, wurde mir der Tag ja noch durch schönes Wetter und eben kein Regen und kein Wind großartig verschönt. Ja, und dann sehen wir uns wieder bei Tag 6. Wobei eben der Tag 6, da habe ich ja 100 Kilometer angestrebt, aber das habe ich ja nicht ganz geschafft. Und da muss ich dann am Tag 7 vom Prinzip her noch 40 Kilometer abreißen. Deswegen werde ich die beiden Teile dann auch als einen veröffentlichen. Also dann bis Tag 6 und meine Abschlussfahrt. Euer Jörg, der Gravel Rider.